Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Glossybox-Jagen-Video von mir. Ich habe die Glossybox jetzt schon ein paar Tage rumzustehen, aber ich habe es noch nicht geschafft, sie zu öffnen. Sie ist dieses Mal lila und ich glaube, ich habe schon teilweise den Inhalt gesehen, weil wenn man diese Glossybox abonniert, dann muss man sich selber ein Instagram-Verbot geben, weil es immer wieder Leute gibt, die, sobald sie ihre Box geöffnet haben, es posten. Warum? Ich will auch eine Überraschung haben. Was soll ich jetzt machen? Soll ich mir selber ein Instagram-Verbot geben, nur weil es Leute gleich posten müssen? Warum macht ihr das? Was ist los mit euch? Ich habe mir mal überlegt, ob ich eine neue Rubrik aufmache, und zwar Lena Aufreger. Weil ich kann ja richtig gut quatschen, aber ich kann nicht nur richtig gut quatschen, ich kann mich auch richtig gut über Sachen aufregen. Das ist sozusagen meine zweite Leidenschaft. Ja, vielleicht wäre es ja mal ganz lustig, wenn ihr Vorschläge habt für Themen, worüber ich mich dann aufregen soll in meinem Lena Aufreger, dann könnt ihr mir das ja mal schreiben. So, die Box ist sehr schwer. Ja. Also, falls ich so lange kein Glossybox-Video mehr gemacht habe, auf jeden Fall wird die Glossybox immer sehr, sehr fix abgebucht vom Konto und dann kommt die mal erst ein paar Wochen später. Hier ist die Karte, gucke ich mal nicht drauf. Und ja, dann habe ich hier meinen Sack. Der sieht so aus. Gelb mit Bordeaux. Oh, ich bin gerade aufgewacht, deswegen ist mein aufgewacht. I woke up like this. Ich bin nicht gerade aufgewacht, ich bin aufgewacht und habe mich erstmal mega lange geschminkt. Und deswegen ist meine Stimme noch so. Entschuldigung, habe noch mit keinem geredet heute. Seid die Ersten. Und als Erstes nehme ich raus, ich kann es mir schon denken, dass es eine BB-Creme-Dusche irgendwas ist. BB Young Care Morgenglanz Belebender Bambusduft Body Lotion. Finde ich okay. Ich bin ja nicht so ein Body Lotion-Fan, aber das kann ja die Glossybox Young nicht wissen. Ja, die Sachen von BB, die riechen halt immer alle so schön. Was ist das für ein Duft? Morgenglanz. Bambus, das hat. Es riecht wirklich nach irgendeiner Pflanze. Nach Bambus. Jeder weiß ja, wie Bambus riecht. Ja, finde ich sehr okay. Ich weiß nicht, ob ich es dann gebrauchen werde. Vielleicht lasse ich es, also benutze ich es auch nicht und dann kann ich es ja mal verlosen. Weil ich bin halt nicht so der Bodylotion-Fan. Fange dann mal an, mich einzucremen, so 3 Tage und dann war's das wieder. Wir haben hier noch was Großes von Pussy Deluxe Cookie Cat Luxurious Lifestyle Deodorant Natural Spray. Dieses wirksame Deodorant Natural Spray mit dem verführerischen Duft bla 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 schenkt dir eine langanhaltende Frische. Nicht in die Augen sprühen. Oh, schade, ich wollte es mir gerade in die Augen sprühen. Jetzt habe ich es mir fast in die Augen gesprüht. Oh, es riecht wirklich sehr angenehm. Und das ist ein Deodorant. Deodorant, ein Spray. Ja, es riecht auf jeden Fall sehr, sehr schön. Finde ich cool. Weil es sieht ganz süß aus. Ja, cool. Dann haben wir hier noch was Großes. Oh, schön, von Palmolive. Natural, sanftes Vergnügen, Duschgel. Ja. Ich mag Duschgel, so wie jeder andere Mensch auch. Und ja, Duschgel kann man immer gebrauchen, finde ich jetzt auch ganz gut. Und es ist neu. Was hat denn das für ein Duft? Macadamiaöl, Kakao, Feuchtigkeitsmilch. Meine Nase ist noch verstopft. Ich habe früh, ist immer meine Nase verstopft, wenn ich aufwache. Ja, riecht sehr gut. Riecht sehr angenehm. Sieht auch sehr hübsch aus. Finde ich gut. So, sind jetzt 3 Produkte. Müssten noch 2 oder noch 1 sein? Ich weiß gar nicht. 2 kleine. Oh, ich kann mich nicht entscheiden, welches kleine ich zuerst nehme. Nämlich das. Wuhuhu, von Miss Lynn Dip Eyeliner. Ultraviolett Eyeliner. Finde ich auch gut. Ich benutze aber eigentlich keinen Eyeliner, weil ich dafür keine Geduld habe und wisch mir das dann immer gleich weg. Aber Violett finde ich jetzt irgendwie ganz interessant, weil es ja dann auch so herbstlich ist. Würde ja heute auch zu meinem Augen-Make-up passen. Mal gucken, wenn ich das hier aufgepopelt kriege, dann kann ich euch ja mal zeigen, was das hier für einer ist. Ach so, das ist hier so ein Pinsel.
Ja, die Farbe finde ich ja eigentlich ganz cool. Finde ich schon sehr interesting. Okay, kann ich mitleben. Und das letzte kleine. Ach Gott, hatte ich das nicht schon mal in der Box? Von Be Natural Mango. Ach so, eine andere Sorte. Ein Lippenpflegestift. Ach, ich hatte den schon mal von Be Natural. Ich weiß nicht, ob der dann noch in der Pink Box war oder auch in der Glossy Box. Ja, Natural Lip Balm. Kann man auch gebrauchen. Hallo? Naja, ihr wisst ja, welchen ich meine. Ja, okay. Gut. Das war die Box. Schauen wir mal, was der ganze Spaß hier gekostet hat. Und zwar, dieses BB Young Care kostet 2,99 Euro. Dieses Lippenpflegestift kostet 1,99 Euro. Der Liquid Eyeliner kostet 5,95 Euro. Ja, das Duschgel kostet 1,69 Euro. Und das Cookie Cat Pussy Deluxe kostet 6,95 Euro. Ja, das ist eine Herbstbox, oder? Home Spa und Blätterrauschen. Verliebt in den Herbst mit der Glossy Box Young. Der Herbst ist da. Bla bla bla. Für mich ist schon Weihnachten. Kennt ihr das? Ah ja, ich weiß nicht, bei mir ist es ja so, ich arbeite ja in einem Laden. Und wir haben schon so viele Weihnachtsartikel. Also ich bin jede Woche damit beschäftigt, Weihnachtsartikel auszupacken. Deswegen ist für mich auch schon Weihnachten. Ich habe auch schon teilweise Lichterketten und Weihnachtsdeko. Naja. So, ich finde, ach so, was hat denn. Was haben wir denn hier? 7 Euro, 10 Euro, 12 Euro, 17 Euro. Naja. Sagen wir mal knapp 20 Euro ist okay für einen Preis von 10 Euro. Ja, ich finde die Box ganz nett, also ganz angenehm. Ist jetzt natürlich nicht so, aber es ist ganz cool. Ja. War in eurer Box dasselbe drin? Und dann sehen wir uns ganz bald wieder und dann bis bald. Tschüssi!